Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt und zwar heute mit einem Subaru Impreza. In unserem Fall mit dem 2 Liter Turbobenziner und der Ausstattungslinie Sport. Und mich interessiert jetzt mal, was braucht eigentlich der aktuelle Subaru so mit der großen Maschine bei der Fahrt 100 Kilometer durch die Stadt, über die Autobahn und natürlich über die Landstraße. Los geht's mit unserer Verbrauchsfahrt im Subaru Impreza 2.0i Sport. Und unser Subaru hier, der ist angetrieben von einem 2 Liter Vierzylinder Boxermotor und der liefert 115 kW bzw. 156 PS und maximal 196 Newtonmeter Drehmoment und ist hier im Auto gekoppelt, übrigens serienmäßig mit der Lineatronic, also einer stufenlosen Automatik. Und Subaru sagt, der Wagen soll 7 Liter verbrauchen im Durchschnitt auf 100 Kilometer. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir denn so brauchen während unserer Fahrt 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Wie immer habe ich bei mir hier alles auf 0 gestellt. Also das heißt, der Verbrauchswert ist auf 0 gesetzt worden zum Beginn der Fahrt und die Strecke logischerweise auch. Aktuell zeigt er mir eine Reichweite an von 530 Kilometern. Ganz am Anfang waren es, glaube ich, 540. Und wir fahren wie immer vollkommen normal, also entsprechend den Geschwindigkeitsvorschriften, soweit die Straße es hergibt. Und haben aktuell eine Außentemperatur, da muss ich mal schauen, ich glaube von, ja, er zeigt mir an 27 Grad. Das Auto stand jetzt aber gerade im Moment in der Sonne. Ich würde sagen, es ist ein bisschen weniger, aber wurscht. Und wie immer habe ich die Klimaanlage an, wie eigentlich auch immer, auf 22 Grad eingestellt. Und wichtig, die Lüftung auf geringste Lüfterstufe, also nicht auf Automatik stehen, damit es hier im Auto nicht zu laut wird von den Lüftergeräuschen. Und aktuell ist es ein bisschen bewölkt. Ich hoffe, wir kriegen keinen Regen zwischendurch, aber wenn dem so ist, dann ist dem eben so. Gibt es ja beim normalen Fahren immer mal wieder, genauso wie es auch mal einen Winter gibt oder mal einen Sommer gibt. Und dazu eben, dabei eben gleich nochmal der Hinweis, mir ist klar, dass wir bei 27, 28 Grad andere Temperatur oder andere Verbrauchswerte erzielen würden als bei 25 oder 22 Grad. Mir ist auch klar, dass ein Auto im Winter auf Winterreifen eventuell mehr braucht, zumal noch die Heizung mitläuft, etc. Jetzt läuft die Klimaanlage mit, also das nochmal vorweg für alle, die das noch nicht so oft geschaut haben hier bei uns. Wir fahren das ganze Jahr durch mit unterschiedlichsten Autos, diese Verbrauchsfahrten. Und ja, es ist richtig, das ist kein zertifiziertes Prüfverfahren, denn es geht hier einfach darum, was verbraucht mein Fahrzeug bei den sich verändernden Umweltbedingungen während der ganz normalen Autofahrt. Also ich fahre auch nicht besonders sparsam, ich fahre einfach nur mit dem Subaru im Moment ganz normal meine Strecke ab. Und so wie jetzt zum Beispiel auch, habe ich vor mir einen Traktor, das heißt für mich langsamer fahren, kann jetzt hier eben nicht mit 100 über die Landstraße, werde aber, da wir eben auch nicht bewusst sparsam fahren, natürlich gleich überholen, so wie jetzt, lässt mich vorbei. Und das gehört eben zum normalen Autofahren auch dazu. Eine Besonderheit übrigens hier bei unserem 2 Liter Sportmodell ist, dass wir hier am Lenkrad Schaltwippen haben, mit denen wir quasi diese Lineatronik so ein bisschen überlisten können. Wir können nämlich hier quasi die Gänge oder die Gangbereiche vorwählen. Das sind, wenn ich es richtig gesehen habe, 7 unterschiedliche Stufen. Man kann hier im Wahlhebel zum Beispiel den Hebel nach links ziehen von der Automatik und dann ist der auf manuell gestellt. Das kann man hier vorne im Display jetzt gerade schön sehen. Jetzt kann ich normalerweise hochschalten bis auf 7, meine ich. Aktuell lässt das aber nicht zu. Ich wundere mich gerade ein bisschen. Vielleicht bin ich einfach noch zu langsam. Er lässt mich im Moment nur runterschalten. Das funktioniert grundsätzlich aber ganz gut. Und hochschalten, wie gesagt, aktuell nur bis zum 6. Gang. Wir haben hier vorne im Cockpit zwei, naja, ganz normale Rundinstrumente, die, wie ich finde, sehr ordentlich abzulesen sind, machen einen sehr klaren und sehr sauberen Eindruck. Und wir haben in der Mitte noch ein kleines Display, ein Farbdisplay in unserem Fall, das wir hier über eine Taste, über eine Tastenkombination unten links am Lenkrad bedienen können, also quasi zwischen dem der 9 und der 6, wenn wir die Uhr nehmen würden beim Lenkrad. Da gibt es hier unten nochmal so zusätzliche Tasten. Die werden häufig benutzt bei anderen Fahrzeugen, zum Beispiel um das Radio zu steuern. Hier aber ist es das Menü, das wir hier vorne steuern. Hier kann ich mich durchklicken und kann eben zum Beispiel
Dinge sehen wie die gefahrenen Kilometer, wie die Restreichweite oder den Verbrauch, den aktuellen, den Durchschnittsverbrauch, eine zusätzliche Menüfunktion für die Einstellung, den Reifendruck des Fahrzeugs oder halt wie jetzt wieder die gefahrene Geschwindigkeit und die angegebene Geschwindigkeit. Das ist hier jetzt gerade, sind jetzt gerade 60 km/h, weil wir jetzt gleich in den Ort reinrollen. Und dann schauen wir doch mal ganz kurz, was wir hier noch finden. Außerdem wichtig, unten drunter sehen wir die Gangwahl und auch die aktuelle gefahrene Kilometerstrecke sowie die Gesamtkilometerzahl. Für alle, die es interessiert, der Wagen hat aktuell rund 7500 Kilometer auf der Uhr. Ist also, wie ich finde, auch noch ein recht neues Auto. Und entsprechend sieht es hier im Innenraum auch aus und entsprechend sieht natürlich auch der Wagen von außen noch aus. Da ist er auch schon, mein Regen. Zumindest die ersten Tropfen fallen vom Himmel. Aber das soll uns jetzt mal nicht weiter stören. Ich sitze ja schließlich im Auto. Für alle, die sich dafür interessieren, und ich glaube, es sind viele, wenn ihr so ein Auto wie den Preza hier kauft, kriegt ihr den eigentlich auch schon ab der Basisausstattung, wie ich finde, sehr ordentlich ausgestattet. Immer mit an Bord beim Fahrzeug ist zum einen die Lineatronic. Also das heißt, wir haben, egal ob wir den 1,6 Liter oder den 2 Liter Motor bestellen, egal in welcher Ausstattungsvariante, immer das stufenlose Automatikgetriebe mit an Bord. Es gibt ebenfalls immer das Allradsystem, das mit an Bord ist. Und es gibt ebenfalls zum Beispiel das sogenannte EyeSight-System. Das ist dieses, naja, Umfeldbeobachtungssystem von Subaru. Das beinhaltet zum Beispiel einen Spurhalteassistenten, das beinhaltet Notbremsassistenten, das beinhaltet einen adaptiven Tempomaten, einen Geschwindigkeitsbegrenzer und vieles mehr und bietet damit einfach in der Basis schon sehr viele Sicherheitsfeatures. Finde ich persönlich eine gute Idee, das so bereits in der Basis auszustatten, denn da muss ich als Verbraucher nicht lange drüber nachdenken, wie viel wert mir meine Sicherheit ist. Und ebenfalls das Thema Allradantrieb finde ich sehr schön, denn gerade wenn man bei, sagen wir, schlechteren Witterungen unterwegs ist oder eben im Winter oder auf nasser Fahrbahn, dann hilft so ein Allrad und trägt ganz klar nicht nur zum Fahrspaß bei, sondern eben auch aktiv zur Sicherheit. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass dieses Thema auf manuell schalten und Gänge über die Schaltwippen vorwählen, das gibt es nur für den 2-Liter Motor und nicht für den 1,6 Liter Motor. Den Subaru Impreza gibt es entweder mit einem 1,6 Liter oder aber 2 Liter Boxermotor. Beides sind Vierzylinderaggregate. Der kleinere der beiden, der liefert 84 kW bzw. 114 PS. Der größere, der liefert 115 kW bzw. 156 PS und in dem Fall dann 196 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das reicht übrigens beim Auto für eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h. Immer mit dabei beim Impreza ist der Allradantrieb und immer mit dabei ist auch die Lineatronic, also diese stufenlose Automatik. Ich würde mir jedoch für den Impreza wünschen, damit ich wieder einen echten Subaru unterm Hintern habe, dass es einen Motor gibt mit etwas mehr Wumms und dass es vor allen Dingen auch einen Motor gibt mit einer Handschaltung. Und wo wir gerade so schön über das Thema Motor sprechen, beziehungsweise Getriebe sprechen, jetzt zum Thema, das mich bei dem Auto tatsächlich stört. Etwas, was ich wirklich nicht schön finde. Wie gesagt, die Lineatronic ist immer mit an Bord. Das finde ich bei diesem Auto wirklich schade, denn ich bin eigentlich ein absolut erklärter Automatikfreund. Aber diese Lineatronic macht mich in diesem Auto einfach nur wahnsinnig. Denn zum einen, wenn ich das Auto anfahren will, habe ich unglaublich viel Kraft. Also das heißt, ich tippe das Gas wieder an, der Wagen geht sofort los. Da hat man das Gefühl, hui, da passiert ja richtig was. Wenn man ihn dann aber normal fährt und dann beschleunigen will, so wie ich das jetzt zum Beispiel nach dem Ende der 50er-Zone hier mache, dann schaltet er. Man hat immer irgendwie das Gefühl, als wäre er sich nicht so ganz sicher, wie weit er jetzt innerhalb dieses Bereichs tatsächlich schalten soll. Der Wagen zuckt immer so leicht. Also das fühlt sich immer so an, als würde er so ein ganz klein bisschen hin und her schalten die ganze Zeit und zieht einfach nicht. Und ganz wichtig, wenn man tatsächlich mal ein bisschen flotter fährt, auch wenn man zum Beispiel auf die Autobahn auffährt und beschleunigt, dann dreht der Wagen extrem hoch. Also auch bei Beschleunigungsphasen während der Autobahnfahrt oder während der Landstraßenfahrt dreht er gerne bei 4.000 bis 5.000 Umdrehungen. Und das ist zum Teil
überhaupt nicht nötig. Das braucht er eigentlich gar nicht. Der würde auch sonst ganz normal beschleunigen. Und was mich dann tatsächlich noch stört, ist, ich sitze in einem Subaru und ich finde, Subaru ist entweder sehr geländetauglich oder eher sportlich. Und mit dem Impreza verbinde ich einfach wirklich richtig Fahrspaß. Und der kommt mit dieser Lineatronic nicht auf, weil die einfach so unglaublich indirekt ist, dass sportliches Fahren tatsächlich keinen Spaß macht. Und das auch nicht passiert, denn mit dem knapp über 150 PS starken Boxer und dieser Lineatronic hat er einfach keinen Wumms. Also hier passiert überhaupt nichts. Da denke ich mir, wenn ich jetzt ein Schaltgetriebe an Bord hätte und wirklich den Gang direkt vorwählen würde und eine direkte Verbindung hätte zwischen Antrieb und Motor, hätte ich einfach mehr das Gefühl von Power, auch wenn etwas über 150 PS nicht viel ist. Aber das macht dann, glaube ich, einfach mehr Spaß. Es funktioniert hier alles tadellos. Der Wagen fährt, der macht keine unnötigen Geräusche, also bis auf die Drehzahl. Es ist auch bis jetzt nichts kaputt gegangen, aber es fühlt sich einfach irgendwie ja nicht richtig an. Das ist, glaube ich, so die beste Beschreibung. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, da ihr das Auto ja nur mit der Lineatronic kriegt, fahrt den unbedingt Probe und schaut, wie euch das gefällt. Wenn man so ganz ruhig vor sich hin tüdelt, ist das alles kein Ding. Aber sobald man eben mal ein bisschen mehr Gas gibt oder eben mal beschleunigt, werdet ihr feststellen, dass es eben immer so diese kleinen, ja, sozusagen kleinen Aussetzer, Wackler gibt im Antriebsstrang, die haben das Gefühl vermitteln, da würde eben nicht durchgehend Gas geben, sondern würde immer erstmal so gucken, wo packe ich mich denn jetzt hin mit meinem Getriebe? Das fände ich persönlich eben leider nicht so schön. Wer sich für den Subaru Impreza interessiert, der muss mindestens 21.990 Euro ausgeben. Dafür gibt es da die 1,6 Liter Variante in der Ausstandslinie Trend. Das ist die Basisausstattung. Wer sich für den 2 Liter Motor interessiert, für den gibt es dann nur die Autos ab der Ausstandslinie Komfort. Und die fängt dann an bei 26.980 Euro bei uns in Deutschland. Und wenn ihr die Top-Version fahren wollt, also das Auto, das ich gerade fahre, nämlich den Impreza 2 Liter als Sport, dann wird es ein bisschen teurer, dann liegt der nämlich schon bei über 31.000 Euro. Das Piepsen, das ihr immer mal wieder hört, das ist der Spurhalteassistent, der hier beim Auto gerne sofort lospiept, sobald ich die Mittellinie auch nur touchiere oder sag mal ihr nahe komme, ist ein bisschen störend und ich ganz ehrlich habe noch nicht rausfinden können, wie man es abstellt. Egal, was ich hier am Lenkrad mache mit den möglichen Einstellungen, bisher habe ich diesen Assistenten noch nicht ausstellen können. Der Subaru Impreza ist 1,78 Meter breit und passt damit hervorragend in die Kompaktklasse. Wenn wir das Auto von vorne anschauen, dann finden wir natürlich typische Subaru-Elemente, wie zum Beispiel den Subaru-Kühlergrill, hier ein bisschen flacher gehalten, mit dem großen Subaru-Logo und, um dem Wagen so ein bisschen Sportlichkeit zu verleihen, die Frontschürze mit einem großen, sag mal, Front-Spoiler oder Splitter. Ganz wichtig beim Impreza ist, der kommt eigentlich serienmäßig in der Basisausstattung mit Halogenscheinwerfern daher, aber bereits ab der Ausstellungslinie Komfort gibt es sowohl LED-Scheinwerfer wie auch LED-Tagfahrlicht. Serienmäßig, wichtig für alle, die den größeren Motor nehmen, da fängt das ganze Auto erst an bei der Ausstattungslinie Komfort. Also den 2-Liter-Motor gibt es nur mit LED-Tagfahrlicht und LED-Scheinwerfern. Wenn wir uns den Wagen von vorne insgesamt anschauen, die Motorhaube, die ist relativ flach. Der Wagen wirkt sehr geduckt und das liegt daran, dass wir hier einen Boxermotor verbaut haben, der einfach sehr tief im Auto sitzt und damit diese Bauform ermöglicht. Was von vorne aber auch auffällt, was mir nicht so gut gefällt, das sind hier oben die diversen Sensoren und Kamerasysteme. Natürlich ist das gut, wenn es um das Thema Assistenzsysteme geht, aber rein optisch finde ich das nicht besonders gelungen. Thema Fahrwerk, Lenkung. Der Impreza ist bezogen aufs Fahrwerk, wie ich finde, ein echter Subaru, macht seinem Namen da absolut alle Ehre. Denn das Fahrwerk hier im Fahrzeug ist relativ straff, merkt man aber so beim normalen Fahren eigentlich gar nicht. Merkt man immer dann, wenn ich so wie jetzt gerade mal ein bisschen schneller durch eine Kurve fährt, der liegt einfach gut. Der liegt tatsächlich gut. Leider, wenn ich dann aufs Gas gehe, so wie jetzt gerade, hört ihr viel Drehzahl. Aber richtig passieren tut nichts. Das ist wieder schade, aber das Thema hatten wir ja schon. Aber wie gesagt, das Fahrwerk finde ich persönlich sehr gut. Der Wagen ist straff genug, um sportlich gefahren zu werden. Ist aber trotzdem, wie ich finde, sehr komfortabel.
Und das vor allen Dingen auch auf, sag mal, längeren Autobahnstrecken oder Landstraßenstrecken, so wie hier, wo so ein paar kleine Wellen drin sind, das federte alles sehr ordentlich weg. Das gilt auch für die Lenkung übrigens. Die Lenkung, finde ich, ist schön präzise, ohne nervös zu sein und passt damit sowohl zum Fahrzeug sehr gut, wie auch zum Namen Subaru. Denn die erlaubt es mir tatsächlich, den Wagen sowohl sehr komfortabel und entspannt zu fahren, wie auch relativ zügig und präzise durch auch engere Kehren zu manövrieren. So, wir haben jetzt 26 Kilometer hinter uns, also ungefähr ein Viertel unserer Strecke. Und jetzt geht es für uns auf die Autobahn. Vorher schauen wir noch mal ganz kurz, wie unser Verbrauch aussieht. Aktuell Durchschnitt ist 6,5 Liter auf 100 Kilometer. Und jetzt geht es auf die Autobahn. Und wie immer heißt es dann einmal kurz Gas geben, um mal zu schauen, wie der Impreza denn dann so beschleunigt. Aber vorher heißt es für mich erstmal abbremsen, da kommt Gegenverkehr. So, jetzt geht es auf die Autobahn. Wir werden wie immer, wie gesagt, am Anfang einmal kurz durchbeschleunigen, um mal zu gucken, wie er dann so zieht oder auch nicht. Und werden uns dann nachher wieder an die Richtgeschwindigkeit halten, die halt normalerweise auf deutschen Autobahnen 130 Kilometer pro Stunde beträgt. So, und jetzt heißt es Gas geben, Vollgas. Ihr hört sofort richtig Drehzahl. Er dreht jetzt hoch bis auf 6200 Umdrehungen und bleibt da auch oben. Ihr seht auf der anderen Seite aber, dass am Gas, also in der Geschwindigkeit, gar nicht so viel passiert. Ich bin jetzt gerade hier, jetzt bin ich bei 100, ja, komm schon, 160. Also da sieht man einfach, er hat eben nur die 100 und paar 50 PS. Und das ist eben heutzutage eigentlich keine große Sache mehr. Und wie gesagt, aufgrund der Lineartronic dreht er halt auch dann wirklich sehr hoch, sehr schnell hoch, aber er dreht halt auch sehr hoch. Das sieht er jetzt auch gerade wieder, sobald ich hier wieder aufs Gas gehe, schiebt er immer noch mal so 1000 dazu, nimmt 1000 weg. Ist also auch hier nicht so richtig sicher, welcher Gang in Anführungszeichen gewählt werden soll. Und was eben auch auffällt, ganz klar, der Wagen ist im Grunde genommen relativ ruhig, finde ich. Auf der Autobahn, jetzt bei 160, kommen doch vernünftige Windgeräusche dazu. Was ich hier nicht mehr so stark wahrnehme, ist jetzt bei 3000 Drehung Motor, höre ich eigentlich nichts von. Aber die Windgeräusche sind schon recht ordentlich. So, jetzt werden wir ein bisschen langsamer, zumal wir zum einen gesagt haben, wir wollen nicht so schnell. Und zum anderen überholt da vorne mal wieder ein LKW. Das heißt für mich einfach mal etwas langsamer fahren. Jetzt bei knapp über 100, merkt ihr, Windgeräusche sind absolut im Rahmen. Hier drin ist es angenehm von der vom Lautstärke, Volumen her. So kann man sich gemütlich unterhalten, aber 100 ist halt auch keine Geschwindigkeit. Was er übrigens auch ganz gut macht, er liegt eigentlich, wie ich finde, auch auf der Autobahn schön satt. Also man hat ja nicht das Gefühl, dass er so wie ich jetzt gerade hier so schaukelt oder so bei Wind. Der wirkt eigentlich da doch ganz entspannt, fährt sich da sehr gut. So, wenn ich jetzt hier Gas gebe, dreht er halt sofort sehr hoch, geht dann wieder zurück. Das geht er wieder zurück und das ist halt so ein bisschen, finde ich, ja, gewöhnungsbedürftig ist vielleicht das freundliche Wort, was mir dazu einfällt. Unser Verbrauch hat sich jetzt sofort verändert. Wir sind jetzt bei 7,4 im Durchschnitt, also das schon nach den paar Metern Autobahn. Jetzt fahren wir mal so 140, also eine Geschwindigkeit 130, 140, die man kennt. Da finde ich, sind die Windgeräusche im Auto völlig in Ordnung. Wie gesagt, der Motor, wenn er jetzt nicht gerade bei 4000 Umdrehungen ist, sondern wir sind jetzt bei so zwischen 2,5 und 3, fällt er eigentlich überhaupt nicht auf. Wie gesagt, sobald er die 4000 Umdrehungen überschreitet, ist er doch sehr ordentlich wahrnehmbar. Aber das nur mal so nebenbei. So, ich schalte jetzt mal unseren serienmäßigen Tempomaten ein. Wichtig hier, ihr müsst erst den Tempomaten aktivieren. Wird ihr jetzt hier vorne im Display sehr schön sehen. Und dann einmal Hebel nach unten. Jetzt ist der Tempomat hier auf 122. Der regelt in Stufen von 5 km/h rauf oder runter. Funktioniert, wie ich finde, sehr ordentlich. Und ganz wichtig, was ich gerne mag bei dem Auto ist, wenn ich mit dem adaptiven Tempomaten fahre, das heißt, dass der den Abstand zum Vordermann einhält, sobald ich zum Beispiel auf der rechten Spur bin und durch meine höhere Geschwindigkeit auf ein anderes Auto auflaufe, setze ich einen Blinker und sobald ich den Blinker setze, hört das Auto auf, die Geschwindigkeit zu reduzieren, sondern adaptiert sofort wieder das, was eigentlich mal geplant war. Finde ich persönlich sehr schön. Es funktioniert sehr gut und auch sehr flott. Damit lässt er sich sehr gut fahren.
Was ich bei diesem adaptiven Tempomaten gar nicht mag, das könnt ihr jetzt leider nicht hören, weil es einfach im Auto aufgrund der Straße, auf der ich unterwegs bin, zu laut ist. Wenn das System, wenn man mit dem adaptiven Tempomaten fährt und er erkennt vor sich ein Fahrzeug, also kommt quasi in den Messbereich hinein, dann piept er einmal ganz kurz. Nicht zu laut, aber er piept einmal. In dem Moment, wo das vorausfahrende Fahrzeug verschwindet, also sich nicht auflöst, aber wieder zur Seite geht oder echt zur Seite geht oder wie auch immer, piept er erneut. Und wenn ihr mit dem Auto jetzt so wie ich mal so eine längere Strecke Autobahn fahrt, das habe ich nämlich auch gemacht, dann ist das irgendwann so ein ganz klein bisschen nervig. So wie ich jetzt sage, gut, das wäre jetzt wieder, weil ich nicht geblinkt habe, der Spurwechsel war da. Aber er hat jetzt zum Beispiel den LKW vor mir noch nicht erkannt, das kommt aber gleich. Dann kommt ein Piep, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich, ja, das gehört, jetzt bin ich im Messbereich, wenn ich jetzt rausgehe. Das war eine Warnung von hinten, das ist aber egal. Jetzt ist er wieder raus. Und jetzt hat er das Piepen wahrscheinlich, der Blinker wahrscheinlich übertönt. Mal wieder rein, damit der Kollege hinter mir überholen kann. Das ist allerdings, wie gesagt, so ein Geräusch, das ist ein leichtes Piep, aber auf Dauer echt nervig. Also das würde ich persönlich versuchen abzuschalten, aber vielleicht gibt es ja Leute, die das mögen. So, da ist das Piepen wieder von dem LKW vor mir. Jetzt das Piepen wieder da, weil da alles frei ist. Also bei längeren Strecken ganz klein bisschen nervtötend. Da ist das Piepen wieder, weil vor mir einer rausgezogen ist. Also es geht jetzt so weiter, nur dass ihr euch nicht wundert, woher kommt dieses Piepen, dieses Ungewollte. Was übrigens unser Subaru hier auch hat, ist serienmäßig diesen Spurhalteassistenten, der eben eingreift, wenn ich die Spur zu verlassen drohe. Ich kann den aktivieren, und zwar hier mit der Taste am Lenkrad. Dann ist er an und dann zeigt er mir normalerweise mit dem grünen Symbol an, wenn er die Straße ausgemessen hat oder eingelesen hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt einen Fehler mache, denn ich bin der Überzeugung, dass dieser Subaru eigentlich einen recht guten Spurhalteassistenten hat, wenn das Auto auf der Mitte der Strecke von alleine führt. Das hat dieser hier bisher bei den Fahrten aber nicht gemacht und er zeigt mir dieses Symbol auch höchst selten in grün an. Ich bin mir gerade nicht sicher, woher das kommt. Kann das aktuell nicht so ganz einschätzen. Aber ich weiß, dass das bei anderen Subarus gut funktioniert hat. Dieser macht Folgendes, der lenkt zurück, wenn ich an die Kante komme. Also als Sicherheitssystem funktioniert es. Bei mir hier im Auto funktioniert es bisher als Komfortsystem nicht. Noch eine kurze Anmerkung zu dem adaptiven Tempomaten. So schön ich es finde, dass der sehr gut reagiert, wenn ich zum Beispiel auf der rechten Spur, sagen wir 120, 130 fahre, vor mir kommt ein LKW, ich komme in den Radarbereich mit dem LKW und setze den Blinker, dass das Auto sofort weiter mit der normalen Geschwindigkeit fährt. So schön ich das finde, wie schnell es das macht, so wenig schön finde ich das, wie das Fahrzeug reagiert, wenn ich eben nicht rübergehe. Ich fahre jetzt hier mal auf den LKW auf, mit 120 eingestellt und er bremst, na jetzt macht er es sanft, er bremst relativ häufig, das habe ich während der Fahrt öfter gehabt, doch recht stark ab. Das liegt sicherlich auch an dem Geschwindigkeitsunterschied zu dem vorausfahrenden Fahrzeug. Aber ich habe es mal wieder gesagt, Mensch, du müsstest da eigentlich mit deinem Radar so weit vorausschauen können, dass du hier nicht so in die Eisen gehen musst. Das fühlt sich nicht an wie eine Vollbremsung, aber er bremst, wie ich finde, unnötig stark und unnötig spät. Da würde ich mir aber wünschen, dass das vielleicht für die Autobahnfahrt so ein bisschen weicher ist oder vielleicht noch mehr von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs abhängt, beziehungsweise vom Geschwindigkeitsunterschied abhängt. Wir fahren jetzt 120, weil das ist hier dieses Stück Autobahn, wo 120 vorgeschrieben sind. Und jetzt piept er wieder mal, weil da vorne wieder ein Auto kommt. Das macht er relativ gut. Also genommen ist der Abstandstempomat wirklich angenehm und wie ich finde, eine vernünftige Komfortfunktion. Was man hier auch noch sehen kann, wir haben hier so ein paar Unebenheiten in der Straße, die so ein bisschen an meinen Bewegungen sehen, aber die kann man zwar hören, aber die nehme ich als Fahrer nicht so wirklich wahr. Also die sind
bin relativ gut sowohl vom Fahrwerk wie auch vom Sitz geschluckt. Was ihr jetzt schön hören könnt, ist das, diese vielen Unebenheiten. Wie gesagt, spannend ist, das Fahrwerk schluckt die ganz ordentlich, aber das Geräusch, das hier drin ankommt, finde ich, dürfte gerne ein bisschen weniger sein. Leider hört der Regen heute wohl nicht mehr auf, deswegen ist das Bild nach draußen nicht so schön heute. Aber darauf habe ich leider noch keinen Einfluss. Wenn wir übrigens über den Spurhalteassistenten oder das EyeSight-System von dem Subaru hier reden, dann müssen wir auch über die eingebauten Stereokamera reden und die sitzt halt hier oben im Fahrzeug. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wirkt von innen wie von außen schon nach sehr, sehr viel Technik, nach sehr viel großer Technik. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das dafür nicht vielleicht eine, sagen wir mal, schönere Lösung geben würde. Und ich habe hier wirklich so einen Riesenklotz vorne über dem Rückspiegel sitzen. Das habe ich so bei anderen Autos, glaube ich, noch nicht gesehen. Kenne ich in der Form tatsächlich nur von Subaru. So, unsere Autobahnfahrt neigt sich dem Ende zu. Das Wetter ist immer noch nicht wirklich schön. Es regnet gerade ein bisschen weniger. Und die Straße macht auch nicht wirklich Spaß, aber egal. Wir haben jetzt 50 Kilometer hinter uns. Das waren jetzt also rund 25 Autobahnkilometer. Und aktuell liegt unser Durchschnittsverbrauch jetzt hier bei 7,2 laut Anzeige. Und das finde ich aktuell völlig in Ordnung. Zumal der eben mit 7 Litern nach NEFZ angegeben ist. Und für gewöhnlich wissen wir ja, dass wir über Land sehr gute Werte fahren, auf der Autobahn eher mehr brauchen. Und durch die Stadt, durch das Ganze meistens ein bisschen wieder neutralisiert. Aber ich finde jetzt die 7,2, das ist so ein Wert, mit dem ich sehr gut umgehen kann. An der Seite von unserem Impreza kann man sehr schön etwas sehen, das für mich so typisch Subaru ist, nämlich dass wir einen relativ großen Überhang vor der Vorderachse haben und der ist sehr flach und so nach vorne geneigt. Das finde ich so typisch Subaru von der Optik her. Ganz wichtig, der Impreza, der steht bei uns hier auf 18 Zoll Alurädern. Die sind Serie in der Ausstandslinie Sport. Wer das Fahrzeug bestellt ab der Ausstandslinie Komfort, der kriegt 17 Zoll Alus. Allerdings auch wichtig, wer die Basisausstattung bestellt, der kriegt serienmäßig 16 Zoll Stahlräder. Insgesamt ist der Impreza 4,46 Meter lang, 1,48 Meter hoch und wirkt damit, wie ich finde, recht sportlich von der Seite. Und ganz wichtig, was dazu beiträgt, ist, wir haben eine sehr flache Frontscheibe, eine sehr stark abfallende Fenstergrafik und eine leicht abfallende Dachlinie. Das gibt dem Auto so einen Push nach vorne. Das wird bei uns noch ein bisschen unterstützt und zwar durch diesen Seitenschweller hier unten. Den gibt es allerdings nur bei der Ausstattungslinie Sport und der drückt den Wagen einfach noch ein bisschen tiefer an die Straße. Dann ganz wichtig, klar, wenn wir uns das Heck anschauen, wir haben hier den Dachkantenspoiler und die schön in die Seite reinfließenden Heckleuchten. Ich finde, er sieht von der Seite schon klar nach einem Subaru Impreza aus, zumindest nach dem neuen. Aber auf der anderen Seite ist er mir irgendwie dann doch ein bisschen zu verspielt. So, jetzt sind wir hier im stadtnahen Gebiet unterwegs oder Stadtgebiet unterwegs und fahren jetzt hier mal kurz 30, weil wir schneller nicht dürfen. Gleich geht es wieder hoch auf 50. Und jetzt hier bei der Ankunft in der Stadt sind wir bei 7,1 Liter, also ein ganz klein bisschen weniger als gerade nach dem Ende der Autobahn. Und mal gucken, wie sich das entwickelt hier im Laufe unserer Fahrt. Ich will jetzt hier mal schauen zum Thema Komfort, denn vor mir ist jetzt wieder einer der Bahnübergänge. Wollen wir noch mal gucken, wie der Wagen sich da schlägt. Ich bin fest davon überzeugt, der rutscht da relativ entspannt drüber. Fahren wir ein bisschen fahrradfahrfrei vorbei hier. So, Achtung, Bahnübergang. Ja, schluckt da wie erwartet. Gut. Wollen wir noch mal über das Thema Ausstattung und Modernes an Technik hier im Fahrzeug sprechen. Den Impreza, den gibt es serienmäßig in der Basisausstattung Trend, die es übrigens nur für den kleinen Motor gibt, mit einem 6,5 Zoll Monitor hier für das Infotainment-System. Ab der Ausstandslinie Komfort, also in dem Moment, wo ihr den 2 Liter kauft, sowieso immer, Entschuldigung, ist das hier ein 8 Zoll Touchscreen fürs Infotainment-System. Und
das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Ich habe hier mein Radio drin, ich habe meine Navigation drin, ich habe hier die Möglichkeit, Apps zu nutzen. Wichtig übrigens, immer mit dabei bei dem Auto serienmäßig Apple CarPlay und Android Auto. Finde ich persönlich wirklich toll und ist für mich persönlich wirklich wichtig, weil ich das intensiv nutze. Sehr schön an dem System finde ich, dass wenn ich hier auf den Home-Button klicke, ich hier die Übersicht habe über die Einstellungsmöglichkeiten und die Direktwahltasten. Und ich kann hier über einen Knopf, der nennt sich Verknüpfung hinzufügen, kann ich einen weiteren Punkt zu diesem Menü hinzufügen, wie zum Beispiel einen Punkt vom Radio, von den Medien, vom Telefon, von der Karte oder ähnliches. Ich habe jetzt zum Beispiel mal einen dazugepackt von der Karte und der erscheint dann auf dem nächsten Bildschirm. Und ich habe zwei weitere komplette Bildschirme, die sind leer, habe jetzt hier einen, da brauche ich nur einmal draufdrücken, dann zeigt er mir sofort meine letzten Ziele an. Das heißt, ich kann mir diese Screens, diese beiden zusätzlichen Screens, die ich hier quasi frei habe, komplett frei konfigurieren und kann mir da Dinge drauflegen, die ich persönlich wichtig finde. Finde ich eine sehr schöne Idee, zumal ich glaube, dass das relativ einfach zu lösen ist. Sollten vielleicht andere auch drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, wer sowas noch bietet. Vielleicht habt ihr eine Info für mich. Bei wem kann ich das doch noch so einfach selbst gestalten? Was mir übrigens leider auch auffällt bei diesem Infotainment-System ist, das haben wir beim anderen Subaru auch schon gehabt. Das ist eine sehr hochglänzende Oberfläche hier. Und leider ist die leicht schräg im Fahrzeug verbaut, was den Blick natürlich vereinfacht, aber sie ist zum Beispiel auch nicht zum Fahrer geneigt. Und dadurch entsteht Folgendes. Ich habe relativ viele Reflexionen auf dieser Fläche. Finde ich persönlich nicht so schön. Und da auch wieder der Hinweis von mir. Vielleicht gibt es eine Display-Schutzfolie, die dafür sorgt, dass diese Reflexionen ein bisschen abnehmen. Außerdem eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn man lange mit dem Auto unterwegs ist und das viel benutzt hat und das ein bisschen bepatscht ist, sage ich mal, dann nimmt er nicht immer alle Befehle sofort an. Ich habe es jetzt gerade eben vor der Testfahrt nochmal abgewischt und seitdem funktioniert es wieder 1A. Da nur meine Empfehlung auch wieder. A, eventuelle Schutzfolie ausprobieren und B, in jedem Fall regelmäßig mal reinigen. Sieht A besser aus und B, funktioniert das Touchscreen dann einfach zuverlässiger. Zusätzlich zu diesem Display in der Mittelkonsole habe ich hier im Fahrzeug oben drüber nochmal einen zusätzlichen Screen. Wir kennen das von Subaru, dass die hier oben gerne Zusatzinstrumente verbaut haben. Früher waren da oben so zum Beispiel drei Rundinstrumente verbaut, gerade bei Sportwagen wie dem WRX hatten wir eben da Sachen wie Ladedruck, Öltemperatur und solche Sachen. Das ist jetzt hier ein digitales Display. Das zeigt mir aktuell an, wie spät wir es haben, wie meine Klimaanlage eingestellt ist und wie die Außentemperatur aussieht. Und das würde mir anzeigen, wenn das sogenannte EyeSight-System aktiv ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem adaptiven Tempomat unterwegs bin. Und das, die Ansicht kann ich aber ändern hier über eine Taste am Lenker, die heißt Info. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel Informationen zu meinem Verbrauch, nämlich jetzt hier gerade angezeigt 7,1 Liter auf 100 Kilometer zum tatsächlichen Verbrauch, zum aktuellen Verbrauch und auch zur aktuellen Reichweite, die übrigens jetzt höher ist als beim Start. Wir haben jetzt 560 Kilometer Restreichweite. Ich kann aber auch weiter drücken, dann habe ich hier das Datum und eine Uhrzeit. Ich kann nochmal weiter drücken, dann kann ich die Bildschirmauswahl verändern und ich sehe hier zum Beispiel Sachen wie praktisch mein Greenscore, also wie ordentlich fährt das Auto hier. Und ich habe hier zum Beispiel auch Sachen wie Informationen zum Allradsystem beziehungsweise zu den Unterschieden Neigungswinkel, also wie steht mein Auto gerade im Gelände. Finde ich persönlich gar nicht schlecht und ganz wichtig, bei der wenn ich die Navigation aktiv habe, dann kommen hier oben Zusatzinformationen zur Navigation. Ein wichtiger Punkt noch bei der Navigation hier im Auto ist, was mich ein bisschen stört, ich habe hier bisher nichts gefunden, was dafür sorgt, dass das Fahrzeug quasi den Zoom-Faktor der Karte verändert beim Fahren. Also wenn ich die Navigation aktiv habe und fahre zum Beispiel auf eine Kreuzung zu, dann machen das viele Systeme, dass sie dann quasi stärker reinzoomen, dass ich eben mehr Details von den Straßen, von den unterschiedlichen Abgängen an der Kreuzung sehe und wieder rauszoomen, wenn ich schneller fahre. Und das habe ich hier bei diesem Fahrzeug so nicht erlebt. Ich sage mir jetzt nochmal, ich will die vorherige Adresse haben. Das ist nämlich im Zweifel einfach die Tankstelle, wo wir gerade eben losgefahren sind. Und ich sehe jetzt hier eine relativ große, relativ nahe Karte, wo er mich jetzt natürlich nach links lotsen möchte. Da müssten wir eigentlich langfahren, wenn wir nicht unsere 100 Kilometer voll kriegen wollten. Ich kann das hier über Plus- und Minustasten kann ich es ändern. Das kann ich schon. Aber ich habe hier nicht so ein, wie zum Beispiel bei, ich kenne das von VW, da habe ich so eine Möglichkeit, auf den Auto-Button zu drücken und dann hat er immer automatisch unterschiedliche Zoom-Faktoren. Das habe ich hier noch nicht gesehen. Übrigens, was wir hier gerade feststellen, ist Start-Stopp-Automatik oder Stopp-Start-Automatik funktioniert einwandfrei, macht er sehr ordentlich und
Er springt auch sofort wieder an. Sobald ich den Fuß von der Bremse nehme, startet der Motor. Warten wir mal kurz, ob die Ampel jetzt wieder grün wird. Dann kann ich euch noch was zeigen. Ich finde, der startet zwar sehr schön, aber der ruckt dann auch sofort los. Warten wir mal, probieren wir mal aus. Jetzt kommt die Ampel. Jetzt. Ah, jetzt nicht. Okay. Also gut, macht er nicht. Habe ich gelogen. Er startet sofort und schnell und lässt sich warm. Aber ich anfahren. Dieses schnellere Losfahren ist dann, glaube ich, wenn der Motor etwas kälter ist, weil der hat, wenn er kalt ist, eine relativ hohe Leerlaufdrehzahl. Und das macht er anscheinend jetzt nicht mehr. Also das Haken. So, also wie gesagt, hier nach wie vor kein Zoom. Ich sehe hier oben zwar die Anzeige in dem Zusatzdisplay. Da sollte ich jetzt gleich links abbiegen in die Ottostraße. Will ich aber nicht. Aber wie gesagt, ein Zoom findet hier nicht statt. Am Heck kann man noch mal sehr schön die aus der Seite ins Heck laufenden Rückleuchten erkennen, die leider hier am Heck sehr viel Fläche einnehmen. Wie ich finde, hätte man das Ganze ein bisschen, naja, schlanker, sportlicher gestalten können. Aber ganz wichtig, wir haben hier oben noch den großen Dachkantenspoiler, der zusammen mit der abgedunkelten Heckscheibe so den sportlichen Eindruck des Impreza unterstützen soll. Leider jedoch wird das hier unten komplett ruiniert, denn der Heckstoßfänger hier, der erinnert mich massiv an den Subaru XV und das wiederum ist ein SUV, hat also mit Sportlichkeit nicht wirklich viel zu tun. Und darüber hinaus lässt das Auto Dinge wie zum Beispiel einen Diffusor oder Auspuffauslässe komplett vermissen. Und deswegen finde ich das Heck für ein Auto, das sportlich daherkommen soll, leider nicht besonders gelungen. Jetzt mal zum Thema Platzangebot und Komfort hier im Fahrzeug und vielleicht auch ein bisschen Praktikabilität. Als Fahrer und Beifahrer sitzt man im Impreza, wie ich finde, wirklich gut. Also ich vermisse hier drin vom Sitzen her, also nein, vom Platz her nichts. Ich sitze auch als großer Mensch mit fast 2 Metern wirklich gut im Auto. Ich kann das Lenkrad schön zu mir ranziehen, das mag ich sehr. Habe den Wagen damit gut im Griff. Habe, wie man sehen kann, noch ein bisschen Kopffreiheit über. Und das, obwohl hier im Fahrzeug ein Schiebedach verbaut ist. Habe ellenbogenmäßig Platz genug. Auch die Armauflage für meine Größe ist die gut. Die kann ich in der Höhe übrigens nicht verstellen, aber die ist für mich gut. Und sitze damit wirklich als Fahrer, das gleiche gilt auch für einen Beifahrer, wirklich gut im Auto. Wie viel Platz hinter mir ist, das müssen wir nochmal ausprobieren. Dafür machen wir wieder mal, wie immer, einen separaten Stopp. Jetzt kommen wir zu den Sitzen. Die Sitze bieten, wie ich finde, ein bisschen zu wenig Seitenhalt. Sie sind sehr komfortabel. Aber sie bieten, wie ich finde, ein bisschen zu wenig Seitenhalt. Also ich habe hier das Gefühl, da fehlt mir was. Und wir haben hier übrigens serienmäßig, weil wir die Sportausstattung haben, Ledersitze im Auto. Das sieht sehr schön aus. Die sind sehr ordentlich, auch schön mit hellen Kontrastnähten, finde ich persönlich sehr schön gemacht. Aber, wie gesagt, wenig Seitenhalt und man schwitzt auf diesen Sitzen. Es wäre super, wenn die nicht nur beheizbar sind, so wie sie es bei uns im Auto sind, sondern auch noch belüften würden. Dann wäre das sicherlich angenehmer. Aber in den Sitzen schwitzt man extrem schnell. Das ist bei den Temperaturen, die wir gerade aktuell haben, nicht so toll. Winter, kalt, kann ich jetzt nicht zu sagen, aber im Sommer definitiv mit einem hier am Rücken sehr schnell sehr warm. Ansonsten hier zum Thema Verarbeitungsqualität, ausgesuchte Materialien und so weiter. Wir sitzen in einem Subaru, das würde ich immer mal vorweg schicken wollen. Wir finden aber im Auto, so wie hier, sehr wenig Kunststoff, also reinen Kunststoff. Das ist zum Teil mit Leder oder Kunstleder bespannt. Wir haben zwar hier, da dann doch ein bisschen Kunststoff und hier unten den Innenseiten, aber ansonsten ist hier relativ viel in irgendeiner Form bezogen und macht, wie ich finde, gar nicht mal den schlechtesten Eindruck. Mir persönlich ist das alles ein bisschen zu sehr verschachtelt. Ich habe hier so Zierkanten drin, ich habe hier nochmal eine Ebene drin, ich habe hier eine, ich habe hier relativ viele Ecken und Kanten im Auto in der Innenrichtung, die, ich finde, ein bisschen unruhig wirken lassen. Das finde ich nicht so schön, aber es wirkt im Grunde genommen wirklich auf den ersten Eindruck von der Verarbeitung her sehr ordentlich. Wie gesagt, für mich ein bisschen zu verspielt, aber das ist sicherlich Geschmackssache. Das gilt übrigens auch fürs Lenkrad. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, fasst sich wirklich gut an und hat bei unserem Fahrzeug jetzt auch die Schaltwippen, die übrigens schön groß sind, aber leider ein bisschen zu tief angebracht. Die gucken im Endeffekt oben zu wenig raus. Wenn ich hier oben anfasse, wie ich es normalerweise tue, komme ich bei mir mit einem kleinen Finger so gerade eben noch dran
Die sind eigentlich lang genug, um sie höher zu setzen. Fände ich persönlich zum Fahren einfach angenehmer. Aber wenn ich mir den Rest vom Lenkrad anschaue, dann habe ich hier relativ viele Tasten im Lenkrad. Das heißt, ich habe hier auf der rechten Seite das ganze Thema Tempomat und auch das Thema Spurhalteassistenten ein- und ausschalten. Ich habe auf der linken Seite das Thema Radio bzw. Song, Vor- und Rückwahl, Lautstärkeregelung, das Thema Info, damit ich das Display hier oben steuere. Und dann das Thema Source, also die Quellen, die ausgesuchte Quelle für das Infotainment-System. Darüber hinaus kann ich hier mit zwei zusätzlichen Tasten Telefonate annehmen und ablehnen oder auflegen, also beenden. Und ich habe hier unten drunter nochmal diese Zusatz-Bedienelemente, über die wir gerade eben gesprochen haben, mit denen ich das Display hier vorne zwischen den beiden Rundinstrumenten bediene. Das ist insgesamt relativ viel und auch das Lenkrad ist so ein bisschen verspielt. Das Lenkrad wiederum finde ich gar nicht so schlecht, aber es sind halt doch nicht so wenig Knöpfe. Ich weiß nicht, ob das alles da sein muss, aber wenn man das Auto eine Zeit gefahren ist, und ich habe das jetzt über 1000 Kilometer gefahren, glaube ich, dann gewöhnt man sich doch relativ flott dran. Auch da wieder, ich denke, viel Geschmackssache. Das Einzige, was ich tatsächlich praktischer fände, wirklich praktischer wäre, wie gesagt, wenn die Pedals ein bisschen weiter hochstehen würden, dann könnte ich sie nämlich einfach besser benutzen. Thema Ablageflächen hier im Auto. Ich habe hier in der Tür vorne Ablagen. Die sind vorne so groß, ich glaube, ein halber Liter geht auf jeden Fall rein, das weiß ich. Ein Liter weiß ich nicht, kommt ein bisschen auf die Flasche an, denke ich. Darunter noch ein bisschen Platz. Dahinter ist aber dann das Ganze zu. Und ich muss mal kurz den Rollerfahrer vorbeilassen, der nicht merkt, dass er überfahren wird, wenn er nicht aufpasst. Ich habe darüber hinaus hier in der Griffmulde vom Türgriff eine Ablagefläche, die ich ganz praktisch finde. Die ist zu, leider in normalem Kunststoff, aber die ist vernünftig geschlossen. Darüber hinaus gibt es hier in der Mittelkonsole vorne ein relativ großes Fach, wo aktuell mein Telefon drin liegt. Da ist auch ein USB-Anschluss da unten und ich glaube sogar ein AUX-Anschluss dabei. Ist allerdings keine induktive Ladeschale vorhanden. Dann habe ich dahinter den Gangwahlhebel der Automatik und dahinter dann in der Mitte nochmal zwei Becherhalter, die vernünftig funktionieren. Und dann eine schmale Ablage, die ist relativ praktisch entweder für den Autoschlüssel oder zum Beispiel für ein Portemonnaie, funktioniert da ganz gut. Und dahinter habe ich die Mittelarmlehne mit dem darunter befindlichen Fach. Und das hat eine vernünftige Größe. Da sind auch nochmal USB-Anschlüsse drin. Das hat aber eine vernünftige Größe. Ist nicht richtig tief, aber groß genug. Selbstverständlich habe ich noch Handschuhfach und die Ablagen in den Türen auf der Beifahrerseite sind die gleichen wie die Ablagen hier auf der Fahrerseite. Hinten habe ich auch nochmal in der Tür, wie ich finde, vernünftig große Ablagefächer. Und ganz wichtig, ich habe eine Mittelarmlehne. Wenn ich die runterklappe, habe ich da drin auch nochmal zwei Becherhalter. Von daher denke ich, dass das Fahrzeug bezogen auf die Ablageflächen den Ansprüchen der Normalfamilie genügen sollte. Nochmal ein kurzer Satz zu der Ausstattung hier im Fahrzeug. Serienmäßig mit an Bord ab der Ausstattungslinie Komfort, also der zweitniedrigsten, ist übrigens eine Rückfahrkamera. Die gibt es mit dazu und immer mit dabei. Finde ich richtig gut, finde ich auch einfach State of the Art. DAB, also digitales Autoradio, ist ebenfalls mit an Bord und zwar immer. Und da wir die Sportausstattung fahren, also den 2 Liter in der Top-Ausstattung, habe ich übrigens hier im Fahrzeug serienmäßig auch noch einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz. So, unsere Fahrt durch die Stadt setzt sich fort und wir haben jetzt hier aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 7,2 Liter angezeigt. Das heißt, wirklich besser wird es nicht und das wundert mich ein bisschen, denn die Fahrt bis jetzt war relativ entspannt. Wir sind jetzt in der Baustelle, da ist ein bisschen mehr Stop and Go, aber nicht wirklich viel. Hätte eigentlich mit einer Reduzierung gerechnet, aber gut. Aktuell immer noch 7,2. Ein paar Kilometer Stadtfahrt haben wir noch. Mal schauen, wo wir am Ende landen. So, der versprochene Zwischenstopp. Einmal schauen, wie viel Platz ist eigentlich hinten im Subaru Impreza. Mein Sitz vorne ist wie gehabt, nicht verstellt. Schlüpf mal hinten rein. Also einsteigen geht gut. Oh, überraschend. Ich habe vor dem Knie noch Platz. Na, so eine Fingerstärke. Mein Kopf stößt an, wenn ich mich gerade hinsetze. Aber tatsächlich überrascht mich das. Ich sitze hinter mir, was in der Kompaktklasse tatsächlich nicht bei allen Autos funktioniert. Aber wie gesagt, durch eben die Dachform ist hinten dann doch die Kopffreiheit ein bisschen eingeschränkt. Aber ich denke, ein normal großer Mensch, der kann hier auch eventuell eine längere Strecke bequem sitzen. So, jetzt kommen wir wieder in den Bereich unserer Stadtfahrt, wo die Straßen etwas unebener werden. Zone 30, also schön langsam fahren.
Und da haben wir das Gleiche. Das Fahrwerk, wie gesagt, nach wie vor macht auch hier schönen Job. Gibt natürlich solche richtigen Unebenheiten weiter, aber in der Form, wie ich sie persönlich sehr okay finde. Zumal wir immer noch von einem relativ kleinen Fahrzeug reden. Ich bin jetzt hier nicht in der riesen Limousine unterwegs. Das finde ich schon okay so. Mal schauen, wie er sich gleich schlägt, wenn wir auf dem Kopfsteinpflaster ankommen. Achtung, fertig, los. Also auch hier, klar merke ich die Unterschiede, die Unebenheiten. Ich mache das aber sehr vernünftig. Wichtig ist hier im Auto, klappert oder knarzt gar nichts. Das einzige Klappern kommt wieder von meiner Kamera, die ich bald mal tauschen muss. Aber ansonsten ist das hier sehr, sehr angenehm. Trotzdem der Oberfläche hier alles andere als eben ist, macht er hier wirklich einen sehr guten Job. Also Kopfsteinpflastertest bestanden, würde ich mal so sagen. Er kommt mit unebenen Fahrbahnoberflächen wirklich gut zurecht. Und wie gesagt, im Auto eigentlich neben dem Abrollgeräusch nicht viel zu hören, außer dieser Kamera, die ich jetzt mal kurz festhalte, weil sie einfach nervt. Aber da könnt ihr sofort merken, da wird es sehr ruhig im Auto. Also hier kommt eigentlich nichts an. Das war eine Freundin von mir, da musste ich mal kurz grüßen. Sind wir hier in der Neustadt unterwegs. Und jetzt geht es wie immer durch die sogenannte Freiung. Ach, da habe ich eine schöne Geschichte. Da fällt mir was Schönes dazu ein. Die Freiung in Landshut. Das weiß, glaube ich, auch kein Nicht-Landshuter. Die heißt Freiung. Ich lasse das einfach mal drin. Ich denke, das ist vielleicht mal ganz witzig, mal was anderes. Mal kein Auto. Die heißt Freiung, weil das hier früher so eine Art Sumpfgebiet war. Also nicht so der beste Platz, um Häuser zu bauen. Und darauf hat man beschlossen, wer hier baut und sich hier ansiedelt, zahlt, ich glaube für, war das zwei Generationen, weiß ich gar nicht, keine Steuern. Würden die das heute machen, hätte ich hier längst ein Haus. Nur mal so nebenbei. Übrigens sehr schön und übrigens dann immer hier auch der Landshuter Weihnachtsmarkt. Klein, aber sehr nett, kann ich nur empfehlen. Unser Impreza hier, der kommt in der Farbe, die nennt sich Pure Red und die gibt es kostenlos zum Auto dazu. Es gibt natürlich noch weitere Lackierungen und es gibt unter anderem auch noch Metallic-Lackierungen. Die kosten allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, glaube 540 Euro Aufpreis. Wo wir gerade hier stehen, schauen wir doch mal in den Kofferraum. Der Impreza, der bietet mit aufgestellter Rückbank 385 Liter maximales Ladevolumen. Das ist übrigens genauso viel wie beim Subaru XV. Klappt man die Rückbank um, dann kann er mit dem XV nicht ganz mithalten, denn dann bietet er maximal 1290 Liter. Gute Neuigkeiten. Ja, es hat aufgehört zu regnen. Jetzt geht es mal ein bisschen schöner hier daher. Wir sind immer noch in der Stadt. 7,4 Liter ist das, was aktuell angezeigt wird. Also auch die noch so moderateste und ruhigste Stadtfahrt hilft uns beim Thema Spritverbrauch aktuell nicht. Und das, obwohl ich bis jetzt erst ein ganz kurzes Stück hatte, wo es wirklich mehr Verkehr gab. Ansonsten rollen wir einfach ganz normal durch eine Stadt mit Ampeln und der meisten Zeit 50 Kilometer pro Stunde als Limit. Aber keine großen Stop-and-Go-Geschichten. Finde ich schon ganz interessant, dass wir hier nichts gut machen können. Aber schauen wir doch mal, wie es am Ende aussieht. Ein paar Kilometerchen haben wir ja noch. Vielleicht sollte man ja für die Testwagen so eine Bewertung einführen. Ich habe einfach eine Skala von 1 bis 10. So für Dinge wie Preis-Leistung, Fahrverhalten, Motor, Spaß, Praktikabilität. Dass man so vielleicht so 3-4 Kategorien findet, wo ich euch so meine Meinung sagen kann, was ich von dem Auto halte oder wo ich es einstufen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tue, aber grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, ja, zum Beispiel, wie gesagt, Sachen so, ganz wichtig finde ich Fahrspaß. Ganz wichtig für sehr viele, denke ich, ist das Thema Praktikabilität.
Dazu gehört halt auch Sachen wie Kofferraum, wie Staufächer und so weiter und so fort. Dann denke ich, das Thema, natürlich, weil es eine Verbrauchsfahrt ist, das Thema Antriebsverbrauch. Also sprich, so ein bisschen, wo liegt der im Verbrauch bezogen auf die Kraft und auf die Fahrzeugart, die er hat, über die wir reden. Dann, weiß ich nicht, vielleicht fällt euch noch was ein. Vielleicht sagt ihr, ja, da habe ich noch so eine Idee, das könnte noch was sein. Und dann macht man vielleicht am Schluss einfach daraus ausgerechnet so ein Gesamturteil. Aber das überlasse ich euch. Meldet euch einfach mal, schreibt bitte in die Kommentare, ob wir das machen sollen oder nicht. Und dann würde ich das vielleicht einfach mal mit aufnehmen, dass wir einfach sagen, wir machen mal so eine Zusammenfassung in Form von einer separaten Moderation vielleicht. Ich denke, das sollten wir uns anschauen. Also bitte einfach kommentieren und eure Meinung schreiben. Kriterien oder Gruppen für so eine Bewertung, die man ansetzen sollte, und dass mit 1 bis 10 sinnvoller ist oder nur so dieses römische Daumen hoch, Daumen zur Seite, Daumen runter. Würde mich mal interessieren. Denn ich glaube, viele Dinge davon, die bringe ich bereits in der Abmoderation unter, aber egal. Das war übrigens gerade eben so ein LKW-Fahrer, der nicht ganz genau wusste, wie breit seine Straße wirklich ist, aber hat ja noch gepasst. So, fast geschafft. Noch nicht ganz 100 Kilometer, aber gleich. Und die Anzeige hier im Auto zeigt mir 7,6 Liter im Durchschnitt auf 100 gefahrene Kilometer. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie weit die Abweichung denn reicht, wenn ich jetzt an der Tankstelle nachfülle. Das war sie, meine Probefahrt. 100 Kilometer im Subaru Impreza 2,0i Sport. Bevor ich aber über das Thema Verbrauch rede, erstmal ein paar allgemeine Dinge zum Auto. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, mir gefällt der Wagen von außen nur bedingt. Ich finde, er hat zwar hier und da so ein paar typische Subaru-Sachen, aber die echten knackigen Subaru-Gene, die fehlen mir einfach, wie zum Beispiel die Lufthutze. Die mag ich, mag nicht jeder. Ich finde sie schön, gehört für mich bei Subaru einfach dazu. Und dieses aggressive Exterior-Design. Er ist verspielt, aber ihm fehlt so ein bisschen das Aggressive, was ich bei Subaru tatsächlich auch mag. Wenn wir in den Innenraum gucken, dann ist die erste große positive Überraschung ganz klar der Platz, denn ich sitze vorne wirklich gut und ich kann hinter mir sitzen, was in der Kompaktklasse nicht immer der Fall ist. Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, ist beim Thema Infotainment, dass ich die Möglichkeit habe, Direktwahltasten frei zu programmieren. Auch das ist gerade in dieser Preisklasse nicht unbedingt Standard. Ansonsten funktioniert das Auto sehr ordentlich, bietet eigentlich alles, was man so haben will. Und das Einzige, was mir innen nicht so gut gefallen hat, ist zum einen das Thema Seitenhalt bei den Sitzen. Und ganz wichtig, wenn ich mir vorne das Cockpit und das Armaturenbrett anschaue, das ist mir alles ein bisschen zu verspielt. Mir ist mir persönlich nicht clean genug, aber das ist Geschmackssache. Ein ganz wichtiger, positiver Aspekt beim Auto ist das Thema Ausstattung. Denn unser Testwagen hier hat tatsächlich als Sonderausstattung nur die Fußmatten. Alles andere ist bei dem Sport hier komplett Serien. Das heißt, ich habe Allrad, ich habe Automatik, ich habe das Navigationssystem an Bord, ich habe Touchscreen, ich habe eine elektrische Sitze, ich habe Leder, also unglaublich viel Ausstattung. Macht das Kaufen vom Auto deutlich einfacher und ich weiß tatsächlich, was ich kriege, wenn ich den Preis des Fahrzeugs sehe. Was mich beim Auto richtig enttäuscht hat, ist die Kombination aus Motor und Getriebe. Der Wagen hat 156 PS, das ist ein kompaktes Fahrzeug, das reicht normalerweise, aber mit der Lineatronic an Bord wird der Wagen so indirekt, dass für mich überhaupt kein Fahrspaß aufkommt. Alles, was ich mit dem Pedal mache, kann ich nicht unmittelbar im Fahrzeug spüren, außer anhand der Drehzahl des Motors. Aber ich kriege nicht die Reaktion auf der Straße oder der Achse. Finde ich persönlich gerade bei einem Subaru sehr schade. Und ich würde mir wünschen, dass Subaru hier vielleicht einfach einen Handschalter nachlegt oder eben einen größeren Motor mit einem etwas direkteren Getriebe. Jetzt aber zum Verbrauch. Der Subaru Impreza 2,0i, der ist angegeben mit einem Durchschnittsverbrauch von 7 Litern auf 100 Kilometer, und zwar nach NEFZ, also nach dem alten System. Gebraucht habe ich laut Anzeige nach meinen 100 Kilometern durch die Stadt, über Land, über die Autobahn bei normaler Fahrt 7,6 Liter, hat er angezeigt. Dann bin ich an die Zapfsäule gefahren. Getankt habe ich tatsächlich, große Überraschung, nur 7,2 Liter. Das ist tatsächlich eine positive Überraschung. Wie gesagt, für alle, die einen Subaru suchen, der sich wie ein Subaru knackig, sportlich fährt, fahrt ihn Probe, mal gucken, ob ihr auf das gleiche Ergebnis kommt wie ich. Für alle, die ein sparsames Auto suchen, das mit der vernünftigen Ausstattung daherkommt, auch da würde ich sagen, einfach mal eine Probefahrt machen.